Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben die letzte Folge hier beendet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Kisten und Schließfächer hier schon ausgeräumt hatten. Ansonsten machen wir es jetzt halt nochmal schnell nochmal. Mein Checkpoint war, wie ihr gerade gesehen habt, etwas weiter oben als das Ende der letzten Folge. So, Freundchens, ihr kommt mit. Jetzt müssen wir... Oh, da war noch eine Flasche. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie kriegen wir die am besten hier hoch, ohne dass die da reinrennen? So, jetzt. Kommt schnell nach. Lauft, lauft, lauft. Nein, warten, warten. Na, kommt rüber. Komm mit. Okay, es hat funktioniert. Alle mal Klappe halten. Wir müssen uns hier ein bisschen konzentrieren. Einen hat's erwischt. Na gut, damit lässt sich leben. Also eher nicht mehr, aber... Ich kann damit leben. Generell, wenn ich da unten schon wieder angucke, da ist mehr rot und orange als grün. Lief schon wieder Weltklasse. Hier gibt es noch ein paar Scheinchen. Mal gucken, was im Müll liegt. Wieder Waschmittel und leere Flasche. Wir können uns gleich mal ein paar Nebelschleier bauen. So, Checkpoint ist prinzipiell schon mal eine gute Sache. Geht das immer gleich runter? Ja. Geht's, also rennen. Das war eigentlich easy machbar. Rennt, rennt, rennt. Ja, okay. Kein Problem. Wir haben ja keine unterschiedlichen Dinger. Also die machen immer wieder das gleiche. Dann ist okay. Fahre in die untere Mine hinab, sammle Mula, um den Lift zu aktivieren. Ja, haben wir auf jeden Fall genug. Und hier auch nochmal ein bisschen Geld machen. Wir haben bezahlt. Ist der andere jetzt mit drin? Ja. Ach, einer links, einer rechts. Okay. Criminal CEO concocts conspiracy theory. That ape guy did it. It is the conspiracy theory that swept the nation. I didn't do nothing. That ape guy did it. From the lips of a criminal straight into the minds of the people. Authorities have asked the community to ignore this bizarre claim, to discount it as the ramblings of an insane criminal who then fled to escape justice and his investors, the esteemed Magog Cartel. Investigations into the disaster at Rupture Farms have concluded that that ape guy was innocent and that he has been cleared of all suspicion, presumed dead along with the rest of the workers who perished in the blaze. So, ganz schön lange Zugfahrt oder Aufzugfahrt, Entschuldigung. Ich wollte mich eigentlich ausblenden, aber irgendwie passiert nichts mehr, wenn ich auf meine Taste drücke. Muss ich mal gucken. Also nicht wundern, wenn ich in der Folge hier in den Videosequenzen blöd rumklotze. So, hier ist ganz schön Hochgeschwindigkeitszug angesagt. Komm mit, schnell. Ja, haben sie geschafft. Wir kommen es nur von der anderen Seite. Also jetzt schnell. Eigentlich easy, aber sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Und die nächste Fahrt, yay! Loony conspiracy theorists spread insane rumor that 300 overthrew Rupture Farms in rebellious uprising. War zum Glück nur eine kurze Fahrt. Kommt schnell! Schaffen wir das noch? War eine knappe Kiste. Oh no. Ach, scheiße. Ich hab überhaupt nicht hingeguckt, wo ich hinspringe. Ich habe nur hier nach hinten geguckt, ob hier was kommt. Entschuldigung. Natürlich fies, wenn da auch noch was ist. Na komm. Kommt, kommt. Schneller. Jawohl, wir haben es geschafft und wir können sie retten. So. Ja, ich hatte nur nach hinten geguckt, ob da so ein Dings kommt. Gar nicht, dass da auch welche sind, die mich gerne zersägen möchten. So. Die sind gerettet, wir sind wieder alleine. Haben erstmal unsere Ruhe. Müssen wir mal schauen. Ich habe noch gedrückt. Entschuldigung, der war irgendwie gerade ein bisschen langsam. Lag nicht an mir. Auf gar keinen Fall. Ich bin da. Hä? Wie früh soll ich denn losrennen? Gerade eben hat es doch noch besser geklappt.
Ah, jetzt haben wir's. Und nicht nochmal und kein Checkpoint dazwischen. Oh Gott, die sind ja richtig schnell. Ah, ich sehe es schon beim letzten Verkackis. Nee, wir haben es geschafft. Ein Glück. Wie denn da? Soll der mit rüberspringen können? Natürlich nicht. Mach mal denn mit ihm? Können ihn erstmal nur warten lassen. Hä? Also das macht er auf jeden Fall nicht mit. Nochmal komplett zurücklaufen zum Vogelportal hoch wegen dem Ein? Bin ich mir nicht sicher, ob du das verdient hast. Laufen wir erstmal hier lang. Vielleicht kommen wir ja dann nochmal zurück. Ich hoffe sehr. Da oben ist eine Kamera, da dürfen wir nicht rein. So ein Unendlichkeitsspawner ist auch okay. Jetzt ist die Frage, wenn ich diesen Schalter dort drücke, die Leitung geht da rüber. Es wird wahrscheinlich irgendwie dieses ganze Konstrukt hier anhalten. Aber schaffe ich das überhaupt so schnell, den Schalter zu drücken? Okay, nein, es geht nur eine Tür auf. Ja, gute Frage, ne? Können wir ganz durchrennen? Wir kommen ganz durch, das geht. Jetzt hier hinterher renne. Ah, hier wäre ein Vogelportal. Aber ich krieg den nicht mit hier rüber. Weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen. Entschuldigung. Wirklich gar keine Ahnung. Wir gehen erstmal weiter. Notfalls bleibt er halt für immer dort stehen. Angestellte 16. 7 Verluste, 9 Geflüchtete, 21 Security. Davon 7 Verluste. Ja, wir sind... Warum haben wir denn jetzt bloß noch einen gerettet? Wir haben einen grün. Wir hatten doch nur einen verloren, dann haben zwei ins Vogelportal geschickt, oder? Nicht jetzt gerade doof. Ich dachte eigentlich, wir haben zwei gerettet. Naja, wer weiß. Hier haben wir noch ein paar Flaschen. Haben wir nicht, schade. Machen wir kein Geld mehr. Dann weiter mit dem Zug. Diesmal kein Radio, leider. Der nächste Checkpoint. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen uns hier oben an so ein Ding ranhängen. Das funktioniert ja schon mal ganz gut. Dann müssen wir hier unten dran. Ah, eigentlich ganz witzig. Das habe ich so ein bisschen auch vermisst bisher im Spiel. Ich kann nicht nach oben springen. Warum nicht? Hä? Nee, der lässt mich nicht mehr nach oben. Ah, so. Alles klar, mit Doppelsprung. Entschuldigung. Ah. Aber wir haben das mal echt gut hingekriegt. Ach shit, jetzt hätte ich gleich mit oben dran springen müssen. Ich war ein bisschen langsam unterwegs. Ich musste erstmal gucken, was das Spiel jetzt von mir will. Aber das klappt ja schon mal ganz gut. Das habe ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen vermisst bis jetzt. Weil so wirklich groß irgendwie Klettersachen, Ausweichsachen. So Ausweich schon, aber so Klettergeschichten waren bisher noch nicht ganz so viel. Wir sind schneller als der. Sage ich euch. Bam. So, wir haben nochmal ein Fernglas, die ich immer noch extremst sinnlos finde, weil ich kann mir zwar angucken, wo ich als nächstes hin muss, aber ich kann nichts markieren. Es bringt mir absolut nichts. Außer mal kurz, naja, hübsche Aussicht kann man es auch nicht nennen. Außer mal eine kurze Aussicht vielleicht. So, Moment, ging es hier unten noch rein? Kein Geheimareal, nö. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die beiden gehen rüber. Ah, ich habe in dem Moment hochspringen gedrückt. Wo war denn jetzt der letzte Checkpoint? Naja, gut, hier unten. Das ist noch okay. So, also, die gehen rüber und dann kommt eins von unten. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal mitgehen. Mitgehen, hochspringen. Ah, ich habe gedrückt, aber der braucht jedes Mal noch eine Sekunde, nachdem der an dem neuen Ding hängt, bevor der reagiert. Entschuldigung. Hier geht es relativ schnell. Wenn man es perfekt timet, dann macht er genau diesen. Aber ansonsten, gut, also wir springen erstmal nur einen.
Sonst wird das Mist. Ach, der springt gar nicht hoch. Wir müssen nach unten. Entschuldigung, jetzt lief's so gut. War so stolz auf mich und jetzt verkacke ich hier. Ich hab, jetzt weiß ich auch, warum der davor nicht gesprungen ist. Nicht, weil der eine Sekunde braucht, sondern weil wir einfach nicht gerade nach oben springen können. Wir können nur vorwärts oder runter. Oder halt vorwärts und... indem wir erst nach links springen und dann Doppelsprung rüber. So. Springen hoch. Ach, ja, weil der... Es ist doof, dass er nicht nach oben springen kann. Warum kann er das nicht? Müssen wir mal überlegen, wie wir das hier am dümmsten anstellen. Ich will halt die ganze Zeit immer einfach eine Etage hoch, aber es geht halt leider nicht. So, also es kommt erstmal der. Der ist nicht das größte Problem. Den lassen wir vorbei. Ja, wir brennen halt kurz. Jetzt müssen wir so hoch, genau. Ah, nein, ich bin so dumm. Ach man, es lief so gut am Anfang. Und jetzt sitzt ihr wieder alle davor und denkt euch, wie dumm muss man sein. Ziemlich dumm. Sonst ist man nicht so schlecht. Hat alles was mit dem IQ zu tun. Da kann ich euch völlig beruhigen. So, du fährst jetzt an mir vorbei. Wir brennen jetzt nochmal kurz. Das passiert halt im Gedränge. Jetzt diesen. Jetzt müssen wir warten, bis der vorbei ist. Ach du Scheiße, jetzt kommt das Feuerding. Nein. Und jetzt haben wir's. War eigentlich gar nicht so schwer, aber man muss es halt auch erstmal... Achso, wir müssen uns rollen, wenn der brennt. Hab ich ganz vergessen. Man muss es wirklich perfekt timen. Dann springt er zweimal hintereinander. Ah, ich bin doch da dran. Warum hält er sich nicht fest? Gut, dann vielleicht eher ein Doppelsprung. Nee, hier wollte ich nicht nochmal hin. Hat mir dann doch erstmal gereicht. Ja, wenn man einfach so dran springt, gerade wenn es noch eine andere Ebene ist, dann haben wir ja in letzter Zeit eh schon immer mal festgestellt, dass das nicht ganz so gut funktioniert. So. Verdammt. Hat leider nicht gereicht. Also entweder den zweiten Sprung in der Luft ein bisschen später drücken. Ui, sah schon wieder ganz schön kritisch aus. So, warten, bis es näher dran ist. Ah, nein, er macht's nicht. Verdammt, was sollen wir tun? So, entweder muss ich den zweiten Sprung in der Luft doch besser timen. Oder vielleicht von so springen. Erster, zweiter. Jetzt haben wir's. So, was sollen wir denn hier Schönes machen? Hier durchspringen kann ich nicht. Das könnte klappen. Oh, ich war doch dran. Ich habe es extra versucht, so gut zu timen. Ach Mist. Anscheinend hat da ein Millimeter gefehlt. Naja. Mal gucken, wie oft wir es noch machen. Eigentlich mag ich sowas. Also ich mag es auch uneigentlich. Aber wenn es dann halt manchmal nicht richtig funktioniert, ist es doch echt verdammt ärgerlich. Ich gehe mal wieder auf die Seite. Vielleicht macht das wirklich einen Unterschied. So, einmal. So. Der kann aber doch gar nicht höher springen. Verdammt. Ach, es wird wieder ein Kraus. Ich sehe das schon. Und rüber... Nee. Also man muss es wirklich sehr gut timen. Ihr seht selber. So schlecht stelle ich mich eigentlich nicht an. Aber es möchte noch nicht so, wie wir das wollen. Oder wie ich das zumindest möchte. Rüber mit dir. Obwohl, sobald ich dann rüber drücke, geht er eh wieder rüber. Also das macht keinen Unterschied. So, warten. Ja. Jetzt hat er den zweiten Sprung. Ich habe zweimal hintereinander gedrückt. Ach, Mist. Ich wollte hier ein bisschen vorankommen, die Folge. Wo es schon besser läuft als noch vor ein paar Tagen. Habt ihr es gesehen? Ich meine, ja, ich habe aus Versehen einen Doppelsprung gedrückt. Aber er ist ja sogar mit dem Fuß an dieses Ding ran. Hat sich dann trotzdem nicht festgehalten. Ich kann nichts anderes machen als rüberdrücken und springen. Warum springt er dann kürzer? Das verstehe ich nicht.
Ich drück ja nur über. Es ist ja nur ein einfacher Sprung zwischen denen. Wieder. Jetzt will mich das Spiel verarschen. Den einen normalen Sprung, den kann ich ja nicht beeinflussen. Wie weit der geht. Ich bleib ja gedrückt auf den Tasten. Also ich kann ja nichts länger oder kürzer drücken. Jetzt haben wir das zumindest schon mal wieder. Aber wie wir das hier schaffen sollen, ich habe echt keine Ahnung. Aha, wir haben es geschafft. Jetzt bitte. Nein! Das gibt's doch nicht. Ah, warum ist denn der letzte ein Doppelsprung? Damit habe ich nicht gerechnet. Ach, Mann. Es tut mir leid, die ganze Folge schon wieder nur gestorben hier. Wir haben nur einen Mudokon gerettet. Einer steht irgendwo mitten in der Pampa. Muss für immer dort warten. Ach, Mist. Ich habe nicht gesehen, dass der letzte ein Doppelsprung ist. Wirklich nicht. Aber wir haben es geschafft. Und zack. Puh. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Checkpoint. Bevor wir hier durchs Fernglas schauen. So, da unten habe ich schon ganz paar Leute arbeiten sehen. Die müssten wir auf jeden Fall noch retten. Wir haben hier wieder die Freunde. Mehr sehen wir von hier eigentlich erstmal nicht. Checkpoint ist da. Wir fahren noch weiter in die Mine hinab. Ich weiß nicht, ob das Necrom, ob das hier die Mine ist. Ich habe leider keine Ahnung. Ich bin mit der Vorgeschichte nicht so riesig vertraut. Zumindest steht beim aktuellen Level, wenn ich das Spiel lade, Necrom da. Ich dachte eigentlich, dass wir erstmal die Mine hier durchqueren müssen und dann nach Necrom kommen, aber... Kann auch sein, dass wir schon hier sind. Also tut mir leid, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Wenn es hier so viele Sachen zu kaufen gibt... Kann man sich ungefähr vorstellen, was uns gleich erwarten wird. Es wird wahrscheinlich extrem schwierig. So, Knochenverarbeitung und tiefe Minen. Oben haben wir wieder so einen Zahneimer. Wie auch immer wir den nennen mögen. So, erstmal... das war schon wieder ganz schön knapp. Wo zielen denn die lang? Zielen die auch unten? Zieht nicht so wirklich groß nach unten. Production first. The safety depends on it. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier runter und ziehe mal am Hebel. Würde ich ganz gerne auch den Checkpoint mitnehmen. Man hat gesehen, wie gut es geklappt hat. Okay, also die Scharfschützen sind etwas heftiger unterwegs. Hä? Alles klar. Gutes Aim, gute Reaktionszeit. So, und ich bin hier runter. Weiß nicht, warum der mich jetzt gerade erwischt hatte. Nein. Aber der guckt doch immer so ein bisschen weiter rüber. Anscheinend ist das... Bin ich irgendwie durch den Winkel trotzdem in seinem Sichtfeld. Das müssen wir noch besser hinkriegen. So, runter mit dir. Er ist auch weg. Runter mit dir, Hebel ziehen. Und jetzt ganz schnell... Ah, nein, das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich da hinrennen will, kommt er um die Ecke. Ach, verdammt. Ah, die haben es echt in sich. Gut, wir könnten auch noch ein bisschen mit Nebel arbeiten. So, jetzt gehe ich gleich hier runter, bevor ich den Hebel ziehe. Und so klappt es dann nämlich auch. Müssen mal gucken, was wir jetzt da oben angestellt haben. Nein, geh doch runter. Wir machen erstmal fix noch die Spinte frei. So. Es gibt Mula ohne Ende. Noch eine Gebräuflasche. Nochmal Mula. Und nochmal Mula. So, mal gucken. Kommen wir jetzt fix hoch, bevor wir erschossen werden? Ja? Hat geklappt? Ja. Ich geb's auf, ich dachte wirklich, es funktioniert, wenn der hier rüber guckt, aber anscheinend müssen wir echt warten, bis die komplett weg sind. Dann machen wir an der Stelle aber auch erstmal Schluss, ist leider schon wieder Zeit für ein Folgenende und morgen 12 Uhr geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, macht's gut.